Hallo und herzlich willkommen auf Evo2kTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19, dem Community Universe, dem Evoverse. Wir haben heute den letzten Tag vor dem nächsten Pay-Per-View. Hell in a Cell steht nämlich morgen an. Ansonsten, was haben wir denn noch so hier Hübsches so in nächster Zeit? Also da passiert schon einiges. Auf jeden Fall, ja, Hell in a Cell morgen, das gibt wieder einen reinen Stipulation Pay-Per-View. Ich kann schon auf jeden Fall auch sagen, morgen wird auch mal wieder die Midcard dort vertreten sein. Wahrscheinlich jetzt nicht alle Midcard-Titel, weil sonst die Folge einfach wieder viel zu lange wird. Aber auf jeden Fall wird es morgen dann doch mal wieder für alle etwas abwechslungsreicher. Jetzt wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viel Spaß hier mit dieser Folge. Auch nochmal hier der Hinweis, wenn ihr hier beim Evoverse mitmachen möchtet, dann schaut mal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr nämlich einen Link, um euch einen Charakter zu erstellen. Denn das Ganze ist nämlich an Teilnahmebedingungen verknüpft, die hier in diesem Modus, in diesem Projekt erfüllt werden müssen. Also schaut euch das Ganze genau an. Dann joint ihr am besten meinem Discord-Server. Dort findet ihr dann nämlich drei Kanäle, drei Channel, wo ihr seht, ob euer Charakter im Prüfungsverfahren drin ist, ob er zugelassen wurde oder eben abgelehnt wurde. Wenn er abgelehnt wurde, habt ihr natürlich die Möglichkeit, die ganzen Dinge, die dort aufgelistet sind, nochmal zu bearbeiten und dann zu verbessern. Auf jeden Fall jetzt dann ganz viel Spaß mit der Folge und los geht's. So, da haben wir Tiger Black gegen Jack White im Opener. Es gewinnt Tiger Black. Dann haben wir die Wyatt Family gegen das B-Team. Es gewinnt hier die Wyatt Family. Bobby Roode trifft auf Ella Lil im Begleitung von BDG. Es holt hier Bobby Roode den Sieg. Dann haben wir Elias gegen Baron Corbin. Hier holt sich Elias den Sieg. Bray Wyatt trifft auf Ricardo Belisca Jr. Der Champion gewinnt. Dann haben wir Hergi und Mark Barrett in Begleitung vom Delta gegen Akam Rizar von AOP. Es holt sich AOP tatsächlich den Sieg. Und im Main Event sehen wir Drew McIntyre gegen Seth Rollins. Hier holt sich Drew McIntyre den Sieg. So, dann schauen wir mal in die News rein. Da haben wir immerhin wieder drei Sachen. Seth Rollins startet eine Gegenoffensive gegen Drew McIntyre und beglich damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd. Jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. Ella Lil hatte genug von seinem Rivalen, ließ seiner geballten Frustration und Wut beim wilden Angriff auf Bobby Roode freien Lauf. Dieser Superstar bewies mit dieser Racheaktion Durchhaltevermögen und Mut. Und Roman Reigns hat von den Ärzten wieder grünes Licht bekommen und kann wieder antreten. Der Superstar ist bereit, eindrucksvoll von seiner Verletzung in den Ring zurückzukommen. Ja, das wird dann auf jeden Fall für den Pay-Per-View morgen sehr interessant. Drei Wochen haben wir hier noch Team Glorious gegen die Black Spades und eine Woche McIntyre gegen Seth Rollins. Championship Ranking zeigen wir wegen dem Pay-Per-View nicht. Wir gehen nochmal zu SmackDown rüber. SmackDown Live beginnt mit dem Match von Jey Uso gegen Black Dragon im Begleitung von Becky und dem Iceman. Hier holt sich der Black Dragon den Sieg. Dann haben wir auch Mustafa Ali gegen den Kevin Miller. Hier holt sich der Mustafa Ali den Sieg. Außerdem haben wir Sebastian gegen Randy Orton. Erst gewinnt hier Randy Orton. Dann haben wir Ace gegen Jordan Pigeot. Hier holt sich Jordan Pigeot den Sieg. Und hier ist alles klar. Randy Orton einfach mal noch ein Match gegen Death Psycho. Ja, alles klar. Von mir aus, ja. Geil, die KI schlägt mal wieder zu. Randy Orton holt auf jeden Fall hier den Sieg. Dann haben wir noch eine Promo von Almas. Da kommt Simon Omega dazu, mischt sich ein. Und dann haben wir noch ein Match zwischen Michael Adams und dem Ace Mountain. Und ich würde sagen, das gucken wir uns mal an, denn dann haben wir auf jeden Fall nochmal ein Match mit dem aktuellen Champion vorm nächsten Pay-Per-View, was wir nämlich so auch noch nicht gesehen haben in einer normalen Show. Es wurde ja eh kritisiert, ich würde zu wenig von SmackDown zeigen. Also, perfekter Moment dafür, Schwung schnell, Einzug ein, los geht's. So, dann sind wir mal in der SmackDown Arena angekommen und als erstes kommt Michael Adams, der Mann, der den gleichen Friseur hat wie Sheamus. Ich freue mich echt auf den Pay-Per-View morgen, weil wir eben schon, muss man sagen, auch ein paar Triple Threat oder sogar, ich glaube, Fatal Four-Way Matches hier, nee, Triple Threat Matches haben wir um diverse Titel. Auf jeden Fall, hier ist er. Von hinten sieht er echt aus wie Sheamus. Er sieht sogar von der Seite aus wie Sheamus. Ja, auf jeden Fall. Michael Adams, der aktuelle WWE-Champion, dann sehen wir ihn auch mal, wie er mit dem Gürtel zum Ring kommt, wo ich aber trotzdem sagen muss, er steht ihm. Auch wenn das jetzt mit diesem Rumgeglitsche dadurch die Jacke wieder so dumm ist, aber was willst du machen? Koffer erfolgreich eingelöst beim letzten Mal. Zeitpunkt auf jeden Fall gut abgepasst. Und ja, dann werden wir jetzt hier angekommen. Er steigt nochmal aufs Seil. Und zählt dreimal und da breitet er die Arme aus und zeigt, seht her, ich habe den Gürtel und nicht mehr ein Ace Mountain, kein Randy Orton, kein Wolf Hunter.
Das wird auf jeden Fall, ja, dann noch ein Match, wo wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen Rivalität drin stecken könnte für das, was wir morgen erwarten. Denn das kann ich schon mal sagen, ein gewisser Randy Orton wird auf jeden Fall morgen in diesem Match mit drin stecken, nachdem er jetzt ein bisschen außen vor gelassen wurde. Und ja, da kommt jetzt Ace Mountain mit dem Moped. Mit einer Größe von 2,6 Meter. Aus Helsinki, Finnland. Jetzt weiß ich auch wieder, wer das war hier mit denen. Ich habe doch hier die Tage gesagt, was ist denn momentan irgendwie diese Kette von Razor Ramon? Scheint total Trend zu sein. Bei Ace Mountain hatte ich es, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und da bewegt er sich zum Ring. Das war jetzt mit dem Kameracut. Also der hat jetzt, glaube ich, einen anderen Lauf zum Ring. Aber ich finde, das ist ganz gut gelöst, weil das hat man jetzt nicht so gravierend gemerkt. Weil mich finde es manchmal komisch, wenn eben das so eingestellt ist. Erst geht der voll langsam, auf einmal hat er hier ein Tempo vorgelegt. So nach dem Motto, dass ihm einer gesagt hat: Ey, komm, geh mal ein bisschen schneller. Die Show ist bald vorbei. Wir müssen noch ein bisschen was zeigen. Oh ja. Ace Mountain. Der hat aber auch eine Menge Haargel hinten drin, oder? Da spiegelt sich ja hier die Halle drin. So, das gibt auf jeden Fall ein interessantes Match. Zwei Big Men, die sich hier gegenüberstehen. Natürlich geht es hier nicht um den Titel. Und er hat das jetzt ganz gut gemacht. Wo er die Arme hochmacht, dass dann das Feuer rauskommt. Bester Mann war auf jeden Fall der von NXT, der dann in Flammen aufgegangen ist. So, ja. Dann hüpfen beide rum. Und los geht das Ganze. Das Match geht los und es gibt direkt mal hier ein Aufeinandertreffen und Ace Mountain liegt auf dem Boden. Beste Kurt Engelmann hier, was wir hier sehen, aber Ace Mountain steht auf und jetzt legt er mal hier los. Der ist so blass, der arme Junge. Oh, er zwingt ihn in die Knie. Und er wehrt sich. Ace Mountain. Aber jetzt der Tritt. Aber wieder der Reversal. Und da gibt es eine auf die Nuss. Und die Clothesline geht schief. Und ja, da rennt er ihn einfach mit einem Running Headbutt um. Das haben wir auch so noch nicht gesehen. Aber Michael Adams kommt wieder zu sich. Aber das gibt wieder den nächsten Reversal. Und der Shoulder Block. So, jetzt zieht er ihn in die Ringmitte. Und der erste Pin-Versuch, der natürlich ganz klar erfolgreich sein wird. Und jetzt Pinfall gegen Adams, aber auch da und dann wird das Ganze wieder umgedreht und wieder umgedreht. Und wieder umgedreht. Und nochmal umgedreht. Der Ringrichter, der kommt ja gar nicht mehr hier. Ah, jetzt wird es dann doch mal gelöst. Ein Hin und Her. Interessant wäre das gewesen, wenn wir da in so einer Finisher-Situation gewesen wären. So, das sieht nach Shitplex City aus. Wo hat er den denn schon her? Das ist ja, glaube ich, sein Signature. So, da liegt er erstmal auf dem Boden, Ace Mountain, der Pinfall. Aber der Kickout. So, jetzt. Nein, der Belly to Belly geht schief. Das wird schief gehen, ja. Da hätte er mehr draus machen müssen. Wieder der Reversal. Und der Pinfall. Aber das wird wieder gelöst. Und da zeigt er die Kopfabgeste. So. Das könnte den Ace Mountain jetzt zum Einschlafen bringen. Pinnt ihn Michael Adams? Ja, er versucht.
Eins, zwei. Aber der Kickout nochmal. Das geht zurück in die Ringecke. Und die Clothesline geht auch gut. Und da breitet er die Arme aus. Ich nehme mal noch einen Finisher, dann soll es das gewesen sein. Und er wirft ihn mit einer Powerbomb einfach mal nach draußen, alles klar. Da kommt er mal mit einem ordentlichen Impact-Move zurück hier, Ace Mountain. Aber ja, Michael Adams direkt wieder mit dem Reversal und damit ist das Ganze wieder verpufft. Aber auch der mit dem Reversal, Clothesline. So, Adams weicht aus. Jetzt hauen es beide vorbei. Und ich glaube, das wird es dann jetzt gewesen sein. Nächster Shitplex City von Adams. Und immer noch kein Pinfall, okay. Und das hat er gut gemacht. Samoan Drop. Und das gibt das Comeback jetzt für Ace Mountain. Das braucht er auch. So, jetzt schauen wir mal. Pinfall-Versuch. Eins, zwei. Aber Adams kommt wieder raus. Interessantes Match auf jeden Fall zwischen den beiden. Adams kommt wieder zu sich. Und es gibt den Spear. Out of nowhere gibt es den Spear gegen Mountain. Eins, zwei. Und das war's. Michael Adams, out of nowhere, mit dem Spear holt er sich hier vor Hell in a Cell den Sieg. Und jetzt breitet er die Arme nochmal aus und lässt sich feiern. Oh mein Gott, Batista, da kommt Batista, der hat ja, oh, der wird immer direkt mal hier abgefangen von Michael Adams, aber Batista wehrt sich. Und ja, Batista, der hat ja beim Pay-Per-View Total Blackout sich durchgesetzt gegen diverse Wrestler. Und der setzt wahrscheinlich jetzt hier ein Statement, denn der hat ja natürlich die Berechtigung, auch dabei zu sein in einem Championship-Match. Und ist das vielleicht morgen der Fall? Auf jeden Fall, Batista zerstört hier gerade mal ordentlich Michael Adams. Und die Fans aus dem Wrestler, da kommt einfach mal out of nowhere Batista aus dem Publikum angerannt. Und ja, da zeigt er mal Michael Adams, dass er mit ihm wahrscheinlich bei Hell in a Cell auch rechnen muss. So, dann haben wir gerade mal die News. Was haben wir da drin stehen? Andrade Cien Almas versuchte mit der Menge über seinen jüngsten Erfolg zu sprechen, aber Simone Omega unterbrach ihn am Mikrofon, um seine eigenen Ansprüche auf bessere Chancen zu stellen. Die Konfrontation zwischen diesen beiden Superstars könnte der Beginn einer aufkeimenden Rivalität sein. JCC Styles mischte sich mit einer weiteren Aktion erneut in die Matches von Mustafa Ali ein. Dieser Superstar ist fest entschlossen, seinen Rivalen zu frustrieren und ihn bei seinen Matches zu stören. Black Dragon besiegte seinen Gegner und reizte Jey Uso so sehr, dass dieser ihn von hinten angriff. Während er feierte, der Sieger sah den Angriff kommen und nutzte ihn zu seinem eigenen Konter, was den Verlierer weiter blamierte, nachdem er ihn aus dem Ring geworfen hatte. Rivalitäten, da haben wir noch 3 Wochen Black Invasion gegen die Usos, dann haben wir noch 1 Woche Omega gegen Almas und 1 Woche Mountain, Ace Mountain gegen Sebastian. Und ja, da haben wir die 4 möglichen Rivalitäten. Wo auf jeden Fall jetzt was frei wird. Championship Ranking zeigen wir nicht, aus bekannten Gründen. WCW Monday Nitro steht jetzt an. Los geht's. Da starten wir mit Scorpion, Sin Cara, Prinz und dem Killer Gamer. Hier holt sich Scorpion den Sieg. Victor gegen Fandango. Es holt sich Fandango den Sieg, obwohl hier noch Ascension komplett dann waren. Demon Ace trifft auf den EC3. Hier holt sich der Demon Ace den Sieg. Dann Ben Punk und Samoa Joe treffen auf die Colons. Es holen sich die Colons tatsächlich den Sieg. Da gab es wahrscheinlich Unstimmigkeiten. Big Show gegen Ricochet. Hier holt sich keiner den Sieg. Wahrscheinlich hat Rey Mysterio eingegriffen. Mark Schulz gegen Big Magic und Glorious Nikki im 6. Match des Tages. Mark Schulz holt den Sieg. Nochmal ein Triple Threat Match mit Douglas Ray. X3 Julien und Shinsuke Nakamura holt sich X3 Julien den Sieg. So, dann
gucken wir auch hier mal wieder in die News rein. Und wir haben wieder: Der Angriff von Big Show auf Rey Mysterio vor dem Match erinnert uns alle erneut an die Feindseligkeiten zwischen diesen beiden Rivalen. Für diesen Superstar ist diese Rivalität eindeutig nur eine Frage des Stolzes. Er will einen klaren Sieg und seinen Gegner dabei leiden lassen. Nicht nur eine Frage des Stolzes, okay. Die Feindseligkeiten zwischen den Gegnern drohte nach einem aggressiven Wortwechsel zwischen ihnen überzukochen. Samoa Joe versuchte seinem Rivalen eine Kostprobe seiner eigenen Medizin zu verabreichen, indem er ihn im Tag-Team-Match überrumpelte. Aber Ben Punk revanchierte sich mit einem Angriff und ließ ihn dann alleine im Ring stehen. Und Victor und Connor haben mit ihren miesen Taktiken gegen ihre Erzrivalen übertrieben, gegen die sie einen unfairen Vorteil erlangen wollten. Das Universum zeigt deutlich, dass es von heute an gegen diese beiden Superstars sein wird. Ich glaube, das wird Ascension relativ schnuppe sein, weil es ist halt ein... Wobei, eigentlich passt es ja. Die hatten auch früher mit den Fashion Victims eine ganz gute Beziehung zueinander. Auf jeden Fall, ja, das wäre es dann mit den Rivalitäten. Wir gehen dann mal zu All Elite Wrestling rüber. Und All Elite Wrestling beginnt mit dem Match. Ne, mit einer Promo. Michael Masters wird da von Jordan unterbrochen. Dann haben wir Ty Dillinger gegen El Mysterio Luchador. Hier holt sich Luchador den Sieg. Dann haben wir die Good Brothers treffen auf Zack Ryder und Kurt Hawkins in Begleitung von Edge. Und es holen sich mal wieder die Good Brothers den Sieg. Also da kann man auch einfach mal sagen, das Momentum von Zack Ryder und Kurt Hawkins ist einfach mal total verpufft. El Mysterio Luchador hat jetzt auch noch eine Promo, wird von Ty Dillinger unterbrochen. Und irgendwie ist das wieder jetzt wahrscheinlich so eine Zweierfehde, die wir wieder löschen müssten. Chris Jericho gegen Nick Bro. Hier holt sich Chris Jericho den Sieg. Dann haben wir noch Rusev im Glanz von Lana gegen Steve Raymond. Warum haben die eigentlich so oft ein Match gegeneinander, obwohl die überhaupt keine Rivalität miteinander haben? Aber jetzt ist es wohl eine mögliche, so wie es aussah. Rusev holt sich den nächsten Sieg. Kenny Omega gegen Dolph Ziggler im Main Event. Hier holt sich Kenny Omega den Sieg. So, dann gucken wir mal hier in die News rein. Da haben wir einige Dinge. AJ Styles startet eine Gegenoffensive gegen Nick Bro und beglicht damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd. Und jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. El Mysterio Luchador rief Ty Dillinger zum Ring, um ihn wegen seiner Aktion von letzter Woche zur Rede zu stellen. Die Stimmung geriet schnell außer Kontrolle, als die beiden Superstars aufhörten zu reden und die Fäuste sprechen ließen, was ihre Diskussion in eine handfeste Prügelei verwandelte. El Mysterio Luchador startete eine Gegenoffensive gegen Ty Dillinger und beglich damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd. Jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeht, egal wie brutal es wird. Und eine alte Feindseligkeit loderte neu auf, nachdem Michael Masters seinen ehemaligen Feind in den Ring gerufen hatte. Jordan kam und die beiden hatten eine hitzige Debatte über die Mikrofone und zeigten sich mit dem Ergebnis ihres letzten Matches unzufrieden. Sie wollen die Rechnung begleichen, wenn der Einsatz am höchsten ist in einem Championship-Match. Rivalitäten. Da haben wir noch eine Woche. Luchador gegen Ty Dillinger und... Ja, alles klar, die ist einfach mal wieder nochmal gestartet. Genau das, was ich eben schon vermutet habe, deswegen löschen wir die jetzt. So, AJ Styles gegen Nick Bro. Rivalität beginnt mit All Elite Wrestling, Oktober, erste Woche. Hä, check ich nicht so ganz. Also geht die Rivalität wieder los, so wie es aussieht. Ja, alles klar. Na gut, dann wären wir dann hier fertig. Dann gehen wir auch nochmal zu NXT und schauen, was da heute so los ist. NXT beginnt mit dem Match zwischen Roderick Strong und dem X-King Tobias und hier holt Roderick Strong mit seinen Undisputed Era Guys den Sieg. Dann haben wir Steven und Big Ending treffen auf Montez Ford und Angelo Dawkins. Es holen sich auf jeden Fall die Street Profits den Sieg. Dann haben wir Crazy Roderick, Xubix, Devil of Joker und El Mayas in einem Fatal 4-Way Match. Es holt sich Xubix den Sieg. Dann haben wir Shayna Baszler, Candice LeRae und Kairi Sane in einem Triple Threat Match. Kairi Sane holt den Sieg. Aleister Black, Predator, Nike Striker und Lars Sullivan in einem Fatal 4-Way. Was sind heute so viele Multi-Matches? Nike Striker holt auf jeden Fall den Sieg. Dann haben wir El Rixon und Leonard gegen die War Raiders. Hier holen sich Leonard und El Rixon den Sieg. Ja, und dann ein Steel Cage Match um den Titel, den der Yannis ja von Dave Weder gewonnen hat. Und in diesem Match heißt es Only Escape, kein Pin, kein Submission. Der Sieger muss aus diesem Match hier rausklettern. Also Dave Weder gegen Yannis um den NXT-Titel, den ja der Dave Weder erst gegen Yannis verloren hat. Beiden natürlich viel Erfolg und los geht's. So, natürlich mal wieder die JoJo hier, die den ganzen Spaß ankündigt. Jawohl. Yippie. Ja, und der Erste, der zum Ring kommt, ist natürlich Dave Weder, der ja den Titel verloren hat. Gegen Yannis. Da steht er schon. Und er macht sich auf den Weg zum Ring. Da sind wir gespannt. Also wie gesagt, das Outfit, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, feiere ich wirklich. Hat er gut gemacht.
diese Braunkombination oder so, was weiß ich, was das sein soll, Ocker, was auch immer. Ich denke mal, jeder weiß, was ich meine. Das sieht schon echt gut aus. Und ja, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wie er sich dann hier in diesem Match verkaufen wird. Ich hoffe nicht. Ich habe extra den Schwung auf langsam gestellt, damit das nicht hier so ein Steel Cage Match ist, was rein theoretisch schnell vorbei sein kann in wenigen Sekunden, sondern damit wir auch mal wieder ein bisschen Gameplay geboten haben oder bekommen. Weil so geht's ja nicht, ne? So, Messiah of Hell. Und damit warten wir auf den Champion. Wir sagen, die letzten Sekunden überspringen wir dann mal. Und der Jannis. Da lässt sich hier nochmal der Dave weder feiern oder provoziert die Fans, was auch immer. Und da kommt er, den Gürtel in der Hand. Und da macht er nochmal die John Cena-Geste. Das Salutieren. Ach, das ist sogar der John Cena Championship Walk zum Ring. Jetzt haben wir es auch verstanden. Präsentiert aber ordentlich. Das ist ja schon hier so fast so provokant, wie es ein Tommaso Ciampa immer gemacht hat. Nur auf eine etwas andere Art und Weise. Da grinst er sich noch eins. Da steht er da und hält ein Dave Weder die ganze Zeit den Gürtel vor die Nase. Ja, sind auf jeden Fall gespannt, wie dieses Steel Cage Escape Match so wird. Wir hoffen natürlich auf ordentliches Gameplay. Wäre sonst etwas bedauerlich, wenn das Ganze wieder so eine Stipulation so in die Hose geht und wir quasi gezeigt bekommen, dass eben Stipulation Matches eigentlich nicht so Sinn machen. So, jetzt sehen wir nochmal die Ankündigung vom Match. Gucken wir uns selbstverständlich an. Introducing the challenger from Death Valley, weighing in at 227 pounds, the chosen one, Dave Vader. Vader. Mhm. Introducing the champion from New York, weighing in at 220 pounds, he is the NXT champion, Terror. Ja, dann würde ich sagen, da tippt er nochmal drauf. Schauen wir uns den ganzen Spaß doch mal an, oder? Geht der Käse und extra den schwarzen genommen, der etwas cooler aussieht. So, und sie stürzen sich direkt aufeinander. Ich glaube, Dave Vader hatte ja auf dem Shirt hinten The Chosen One stehen. Aber irgendwie wird es zensiert von 2K. Das ist sowas, was irgendwie kein Mensch, glaube ich, versteht. Gesunder Schlagabtausch momentan zwischen beiden. Beide kontern viel und wieder hier das Running Knee, Running High Knee. Und Dave Vader hat schon keinen Bock mehr und will schon abhauen. Und doch nicht, er springt einfach mal mit dem Elbow Drop von dem Käfig. Das rettet schon ein bisschen die Stipulation dadurch, dass das jetzt gut ging. Versucht er jetzt wirklich zu entkommen, ja. Und jetzt, Jannis steht da und schlägt auf ihn drauf und das war eigentlich klar, dass das noch nichts wird. Er stürzt da runter. Und es geht in die Ringecke. Kommt der angerannt, aber das geht schief. Close Line, die ist erfolgreich. Und jetzt versucht er dann abzuhauen, aber Dave Vader steht schon wieder. Jetzt schauen wir mal, versucht er wirklich hochzugehen? Ja, macht er, aber das geht jetzt schief. Und jetzt, ich dachte schon, jetzt wird er wieder gehen, aber der Reversal. Und
So, jetzt versucht hier wieder Dave wieder abzuhauen. Also wenn das so weitergeht, sind die eigentlich nur so schwer angeschlagen, weil sie eben ständig von da oben runtergerissen werden. Ja, da liegt er wieder. Und jetzt kommt auch wieder der Reversal von ihm, bringt ihn also zurück ins Spiel. Ins Match. Ins Spiel. Alles klar. So, Clothesline ist erfolgreich. So, jetzt probiert das mal über die Ringecke. Was jetzt so die beste Wahl ist. Ja, Dave Vader steht wieder. Jetzt eine Powerbomb. Macht aber nicht. Wahrscheinlich geht das gar nicht. Braucht nicht, fällt auch so runter. Jetzt versucht er wieder rauszuklettern. Ja, keine Ahnung, wenn da mehr kommt, wenn er jetzt nochmal nachsetzen würde oder so, aber dieses permanente Rausklettern dann, das könnte... Ah, nee, da steht er wieder. Und er tritt ihn weg, zumindest ein bisschen, ist jetzt benommen. Jetzt gibt das mal dann doch auf und wir sehen wieder ein Wrestling-Match. So, wirft er ihn einmal gegen den Käfig. An sich nicht verkehrt, wenn es halt nicht ständig hier so drauf hinauslaufen würde, dass sie versuchen rauszuklettern in der jetzigen Situation. So, und jetzt will der Giannis sein... Oh, ich dachte, der zeigt jetzt sein Comeback, aber das geht jetzt auch wieder schief. Wenn er da jetzt runterfällt, können das tatsächlich Dave Vader eine gute Situation bringen. Ja, Dave Vader versucht jetzt abzuhauen. Und es sieht tatsächlich... Nee, Giannis kommt wieder zu sich. Aber es sieht eigentlich trotzdem ganz gut aus für Dave Vader. Giannis muss jetzt da hoch. Hält er ihn fest? Oh, das war schon mal auf jeden Fall knapp. Wir nähern uns so langsam wie... Oh, und das war's. Dave Vader wird gewinnen. Dave Vader wird dieses Match gewinnen. Und ja, es ist eigentlich auch immer wieder ein Schlag ins Gesicht für uns alle, wenn wir es einfach sehen. Selbst auf Schwung langsam, wie schlecht diese Steel Cage Matches sind. Was willst du machen? Wir haben es versucht. Die Rivalität zwischen Dave Vader und Giannis geht also weiter. Glückwunsch an Dave Vader zu diesem Sieg. Aber so richtig der Hammer war dieses Match dann jetzt, muss man sagen, absolut nicht. Sehr, sehr schade. Aber gut, für Dave Vader ist natürlich schön. Beide bleiben jetzt somit ein bisschen hier in den Shows drin. Da ja quasi die Rivalität zwischen ihnen weitergehen wird. Er kriegt nicht mal den Gürtel überreicht. Warum auch? Aber immerhin ist die Animation richtig, dass er draußen steht und gewinnt. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in dieser traumhaften Matchcard weiter und gucken uns mal an, was sonst noch so passiert. So, dann gucken wir in die News. Was haben wir da? Einmal, dass er der Champion ist. Die Probleme zwischen Leonard und Erickson sind weiterhin deutlich sichtbar und waren in diesem Match einfach zu viel. Die Niederlage sorgt für zusätzliche Spannung zwischen ihnen und die Menge ist bereit für den großen Knall. Die Rivalität von Montez Ford und Angelo Dawkins mit und hat sich zu einer regelrechten Schlacht entwickelt. Roderick Strong hat sein großes Match gegen X-King Tobias gewonnen. Die Menge war enttäuscht vom Ergebnis, nachdem er es in den vergangenen Wochen derart übertrieben hatte. Gönnt ihm das Publikum den Sieg nicht. Ja, was haben wir denn hier noch? Rivalitäten. Eine Woche und 10 Wochen Rixen gegen Leonard. Ach Moment, da unten können wir noch ein bisschen was zeigen, weil wir haben ja einen Slot frei. Mögliche Rivalitäten. Da haben wir gesehen, Championship Ranking. Zeige ich euch selbstverständlich dann auch nochmal, weil NXT ist ja kein Bestandteil von Hell in a Cell. So, ja. Dann gehen wir zum Abschluss nochmal zum Main Event rüber und gucken, was da noch so passiert. Stormy, Wolfhunter und Mark Schulz, hier holt sich Mark Schulz den Sieg. El Mysterio Luchador gegen Douglas Ray, hier holt sich El Mysterio Luchador den Sieg. Tiger Black trifft auf Ricardo Balesca Jr., Tiger Black gewinnt. Dann haben wir noch Michael Masters gegen den Ale, hier holt sich Michael Masters den Sieg nach 8-Mann Battle Royale mit David Cole, Elrickson, X-King Tobias, Scorpion, Murdoch, Ben Punk, Michael Adams und El Ranko. Es holt sich hier X-King Tobias den Sieg. Ace gegen Ace Mountain und da holt sich Ace Mountain den Sieg. Tracer und Walter treffen auf Mark Barrett und Hergi in Begleitung von der EWO und die EWO holt sich mal wieder den Sieg im Main Event. Sehr schön.
Ja, Leute, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Es gibt kein Power-Ranking, weil die Ingame-Woche noch nicht beendet ist. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint auch gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch wie immer meine Social-Media-Accounts verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde mich natürlich über jedes Follow von euch freuen. Ansonsten jeden Tag 15 Uhr eine neue Folge vom Community Universe, dem Eververse. Wer also daran Interesse hat und an weiteren WWE-Projekten, dann einfach auch mal meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlassen. Wäre eine richtig coole Aktion von euch, wenn ihr mir auf diese Weise Support zukommen lassen würdet. Ich bin dann jetzt raus, bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.